Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Zweitkanal Broski. Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist Zeit für einen neuen Stadion-Vlog mit den Knappen und mit mir. Ich habe mir letzte Woche einfach Corona eingefangen, habe jetzt eine Woche lang nur im Bett gelegen. Das hier ist meine erste Real-Life-Interaktion seit letzte Woche dem Spiel gegen St. Pauli. Mein Leben ist Schalke. Freunde, wir sind jetzt schon auf dem Weg zum Stadion. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like da. Letzte Woche war verrückt. Wir haben irgendwie 3-1 auf einmal gegen den Tabellenführer gewonnen, haben auch einfach gut gespielt. Und ein Mann hat es einfach nicht gesehen, der hat es verpasst. Dafür war ich Skifahren. Ja, weil du das beste Spiel der Saison verpasst. Ja, aber ich habe dann beim Après-Ski, alle anderen haben gefeiert und ich habe Schalke geguckt und danach habe ich gefeiert. Also Freunde, heute ist er wieder mit dabei. Wir wollen jetzt natürlich auch noch, dass du dein erstes wirklich gutes Spiel die Saison siehst. Vielleicht ist es ihm heute gegönnt. Wir spielen gegen Paderborn. Ich bin mal gespannt, was das wird. Wir machen uns jetzt hier auf den Weg zum Stadion. Ist wieder der klassische Samstag 13 Uhr Slot hier. Ich bleib dabei, es fühlt sich ein bisschen an wie Kreisliga. Ich will zurück in die Bundesliga. Aber wir sind 14. deshalb kleine Brötchen backen. Heute Punkte werden super. Freunde, wir haben versucht, einen Schleichweg zu machen. Und es ist so ein bisschen Frühlings. Vibe hier in NRW, das Wetter ist gut und die Leute gehen jetzt hier in Gelsenkirchen dazu und wir stehen dick im Stau. Mann. Top. So, der Karren steht, haben wir schön geparkt. Oh, jetzt guckt ihr das an. In der Arena bei Sonnenschein. So, hier auch direkt vor der Arena. Werbung für die neue Retro-Kollektion. Oh, hier rein. Aufstellung ist auch da. Ist, glaube ich, genau die gleiche wie letzte Woche. Müller, Ojan, Mörken, Schallenberg, Seguin, Tirone, Lassmet, Kavaldai, Kadaman, Sofi, Kallas. Und guck mal hier. Gerade gesehen, wer wieder zurück am Start ist. Arzan Uedraogo. So. Frühstück. Es fühlt sich sehr illegal an und 12.30 Uhr. Aber schmeckt gut. Guck mal, die Sonne, Alter. Da ist ja fast Sommer hier. So, Mannschaft holt sich nochmal einen Applaus ab und dann geht's gleich rein. Die Bilanzwoche natürlich auch angucken, aber. Ah, guck mal, die sind schon da, Alter. Boah, guck dir das an hier. Ja, das ist auch da. Guten Tag, hallo. Wir haben noch ein bisschen gegessen. Top. Hallo Schalke auf der Haupttribüne! Hallo Nordkurve! Hallo ihr weltbesten Schalker, warum sie der Feld ins Arena? So Freunde, Aufstellung kommt gleich. Ich bin euch noch ganz kurz die Tabelle schuldig. Wir sind 14. 29 Punkte. Paderborn, 7. Wir können Meter machen heute. Wenn wir da Punkte holen, das wäre ganz, ganz wichtig auch für den Abstiegskampf. Verdienter Applaus. Ey Freunde, hier ist so ein Klima, ne? Wir stehen hier komplett in der Sonne. Ich könnte im T-Shirt unterwegs sein, wenn ich nicht noch ein bisschen krank wäre. Und ja, 2-0. 2-0. 2-1. Ich bin heute mal viel Schalke. Ich bin heute mal optimistisch. 2 Tore vor. 3-1. Ja, ja, aber Junge, ja. Aus dem Skiurlaub frisch erholt heute. 3-1. 3-1. Ja, 3-1. Ja. 3-1. Du? 3-1. Ja. Immer jetzt 3-1. Immer. Mit 2-0, 3-1 können wir beide mitleben. Ja. 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 Spiel läuft. Guckt euch mal diese geilen Retro-Trikots an. Oh, vor allem mit der Trikotnummer hinten. Geil, das ist Ding, ey. Ah.
gar nichts passiert. Komm, Kinder. Gutes Ding. Und Doppi. Oh. Schade. War gut. Gut, Junge. Komm, Aue, dann bring ihn, Junge. Komm, geh, Junge. Schick ihn doch. Der ist doch schnell. Variante einfach. Konter. Nicht schnell genug. So, kurzes Zwischenfazit nach 19:04 Minuten. Es passiert eigentlich nichts. Also wir sind nicht gut, wir sind nicht schlecht. Der Einsatz stimmt. Ist okay. Ja, die Spieler machen sich warm. Guck mal, da ganz hin. Astan Oidraogo. Nach Ewigkeit wieder fit. Komm, lass mal. Komm, Junge, komm! Der Typ, er kann nur rennen. Es ist so schlimm, er kann laufen und das war's. Ja! Und er ist gerade wie Holger. Jawohl, und gerade ist er weg. Und gerade ist er weg. Jawohl, Junge. Jawohl, Junge. Es wird gecheckt. Ja, toll. Ja, wenn ihr das auf dem Platz entscheidet, ja, oder? Elfmeter, ne? Ja. Ja, ja, ja. Komm, Junge, Kenan. Komm, Junge. Komm, Kenan, bitte. Bitte, Junge. Aber nicht mehr normal. Ne? Das geht unheimlich langsam. Das ist nicht normal. Man kann mich buchen unter www.fliesenbrien.de. Ich komme sogar zu Kreisliga spielen. Boah! Ah, wie hat er den runtergenommen, ey? Karaman, ey. Komm da. Oh. Und dann Thomas. Gutes Ding. Eindeutig Hand. Ey, prüft es doch bitte. Junge! Also bin ich doof oder Hand? Aber nicht im Elfmeter raus. Ach so, okay. Ey, also was der schon wieder pfeift, ne? Wahnsinn, was der pfeift wirklich. Ja, richtig. Gut, Junge. Weg. Jawohl! Lassme! Ich schwöre es euch, dieser Lassme macht mich so fertig. Der hat immer mal so lichte Momente drin, wo du dir denkst, ja Mann, aber danach kommen so vier Momente, wo du dir denkst, hat er jemals Fußball gespielt? Der ist so frustrierend, Mann. Halbzeit. Boah, hat er morgen gerade nochmal eine dicke Chance gehabt. Und es gibt Applaus. Gute Halbzeit bis jetzt. Sehr, sehr stark. So, es gibt einen Halbzeit-Snack hier. Schön die Schalker Currywurst, ihr kennt's. So, ganz kurzes Halbzeitfazit. Ich hoffe, ich habe nicht noch die Hälfte von der Currywurst im Bad hängen. Ja, was soll ich euch sagen? Also ist jetzt kein krasses Spiel. Ihr kriegt's vielleicht auch mit. Ich schreie jetzt nicht so viel rum und
gehe nicht so mit ab, weil ich war halt die Woche jetzt krank und merke noch ein bisschen, dass er auf die Stimme geht, deshalb chill ich noch ein bisschen. Ja, aber all in all, Alter, führen 1-0 gegen Paderborn, die in der Liga irgendwie 10 Punkte vor uns stehen, ist brutal wichtig. Elfmeter, habe ich gehört, soll strittig gewesen sein. Aus dem Stadion sah der relativ safe aus, aber sonst, du merkst halt, dass defensiv die Abwehr, Schallenberg und Kallas in der Innenverteidigung, so viel sicherer steht. Also das ist auf jeden Fall schon mal gut zu sehen. Offensiv, ja, ist schwer, aber willst du dich beschweren, wenn du 1-0 führst? Ich glaube nicht. Weitermachen, Stiefel runterspielen, ja, ein wichtiger 3 Punkte, ne? Sei so wie es ist. Also das ist jetzt hier gerade die Blitztabelle. Wir wären halt damit auf 13, ne? Da sind die aktuellen Ergebnisse drin. Wiesbaden führt gerade auch gegen Hannover. Dann wären wir halt 7 Punkte auf dem Relegationsplatz auf Rostock. Das wäre halt schon sehr, 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 sehr wichtig. Ne? Ja, Ecke. Sehr gut, Aurean. Oh. Ah. Ja, nimm ihn. Ah. Komm, 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 komm. Ja! Yeah! 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 Ein Foul. Das glaubt man doch. Das glaubt man doch. Hör auf. Kannst du ja wirklich keinem erzählen. Der geht zweimal Bier holen. Schmeck. Seid auf, wenn ihr Schalker seid. Mach weg. Ja, gut, nee. Ja, ist weg. Sehr gut. Ich schwör's euch, die Schalker haben alle einen Dachschaden. Ist das dumm? Gut, Junge. Ganz stark, Kallas. Alter. Okay, das war geisteskrank. Ich hab's nicht drauf. Junge, was war das denn für ein Traumtor? Alter. Wer war das? Ja, direkt weiter sofort ist. Alter, was für Hütte, ey. Einfach volle direkt im Knick rein. Oh nee, Alter, bitte nicht. Oh, Mörfin. Gut, Junge. Ey, was pfeift der denn da die ganze Zeit? Was ist denn los mit dem, ey? Und jetzt hört man auch Paderborn da hinten, ey. Auch zahlreich angereist. Oh, Soppi geht wieder raus. Kann nur 60 Minuten. Fußballgott kommt. Henning. Matriciani! Fußballgott. Voll Navide ist so viel. Wow! Komm, Yusuf. Komm, Junge! Ecke. Gut. Geh! Komm! Oh! Hey! Oh, Videobeweis! Jawohl! Geil, Alter! Geh schnell! Ich hab 2-1 getippt, ich kann nicht mehr wiederholen. Er geht nicht, ich hab 2-1 getippt! Hey, yeah, Tirolle, guck mal! Oh, voll umgesäbelt, für mich klar rot auch noch. Komm! Meter! Ja! Jawohl! Nee! Hä? Ach, da hab ich grad gefickt worden. Weil war schon gejubelt, weil ich dachte, der pfeift selber. Elfmeter. Oh, jetzt gibt's Elfmeter für Paderborn.
Wegen Handspiel. Halt dein Maul. Ah, nee, oder? Heißt das bodenlos. Ach, Junge, ey, come on, fuck off. Ah, ja. Bleib beim Elfer. Komm, Müller. Komm, Müller. Komm, Junge. Das gibt es nicht, Mann. Scheiße. Ey, du führst 2-0, Alter. Du führst 2-0, ist das dumm. Gehst du? Wenn wir gewinnen, das wir gewinnen, das wir gewinnen. Ja, gib einen Dreier weg zu bauen. Lanza, Kleko und Idrissi, komm rein. Komm, komm, komm! Das ist ein Scheißball. Nächste dicke Fehler. Ja. Es ist bodenlos. Es ist bodenlos. Also wie schlecht und dumm kann man sich anstellen. Das ist schlecht, ehrlich. Ey, wirklich. Bruder Mörken, was war deine Idee? Junge, ich verstehe das nicht. Wie kann man bitte so dumm sein? Wie kann man so dumm sein? Im eigenen Stadion. Bruder, wollen die absteigen oder was? Junge, was machen die? Die haben nach dem 2-0 aufgehört, Fußball zu spielen. Ja, aber... Was macht Mörken da? Was machen die? Ecke, komm, 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 komm! Was ist das, Mann? Geh doch in den Scheiß-Zweikampf, Mann! Was willst du da, Alter? Was ein Tor, Alter! Ein Leben lang! Nicht! Was ein Tor, Kicke, Junge! Kicke! Jawohl, Kicke! Ich glaube 3-4 Minuten noch. Es ist 8 Minuten Nachspielzeit. 8 Minuten Nachspielzeit, 4 Minuten glaube ich noch. Komm, geh, 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 geh! Komm, Darko, bitte! Geh doch aufs Tor zu! Das ist doch scheiße! Das ist doch scheiße! Vorbei. Vorbei, 3-3. Oh. Weitermachen, Jungs! Weitermachen! Scheiße. Mannschaften machen beide nochmal einen Kreis. Werden gleich hier verabschiedet. Ich weiß gar nicht, was ich hier mit dem Spiel anfangen soll. So, das Spiel ist jetzt gerade 5 Minuten vorbei. Ey, muss mir erstmal kurz sammeln hier für ein Fazit. Der Mann, dass du ausgerechnet wieder so ein Spiel nach dem Urlaub siehst, ne? Immerhin haben sie noch einen Punkt geholt. Ja, ich kann es nicht vermarkten. Ja. Individuelle Fehler führen zu Rückstand. Ja, das war ganz klar. Kannst Wochenende schon wieder zumachen. Ich will ins Bett, ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Oh, wir trinken jetzt hier noch einen Kaffee. Das Spiel ist jetzt eine Viertelstunde her. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, weil einerseits 4 Punkte gegen Paderborn und St. Pauli hätte ich niemals gedacht. Andererseits haben wir 2-0 geführt. Andererseits haben wir auch 3-2 hinten gelegen. Keine Ahnung, ey. Ich weiß halt noch nicht. So, wir gehen jetzt rein. Ich kriege immer noch kein Spielfazit zusammen. Müsst ihr dann in die Kommentare schreiben. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns nächste Woche sogar in Berlin wieder. Ich bin da. Vielleicht dann ja 3 Spiele ungeschlagen. So, macht's gut, Freunde. Ich schon mich noch ein bisschen. Aber für die Knappen hat's gereicht. Ciao, ciao.